Herzlich willkommen zur zweiten Folge Planet Zoo hier bei Metalizer. In der ersten Folge haben wir das Faungehege gebaut, wir haben ein bisschen angefangen zu forschen und ja, es eskaliert gleich so ein bisschen. Also, oh Gott, das wird heftig, das wird richtig übel. Viel Spaß beim Zuschauen und vergesst nicht, das Video zu bewerten, zu kommentieren und die Glocke anzumachen und so ein Kram, alles was ihr braucht. Ihr wisst ja Bescheid, danke. Haut rein. Unsere Besucher tragen jetzt auch schon Geld rein, wir machen gerade schon Plus. Und das ist auch so ein Tipp, den ich quasi geben kann. Also versucht am Anfang nicht zu viel zu bauen. Nicht zu viele Tiere reinzuholen, nicht so viele Gehege, nicht so viele Pfleger und Personal und so weiter und so fort, sondern guckt erstmal, dass man mit einem Gehege erstmal in die grünen Zahlen reinkommt. Dass die Leute halt massig Geld haben. Und jetzt hoffen wir mal. Ja, der Preis ist halt günstig, okay. Der Zoo ist wirklich klein, ja. Die ersten wünschen sich einen Imbissstand und dem wollen wir natürlich auch nachgehen. Gehen wir in die Gästeeinrichtung hier. Sagen, oh, lecker, essen. Na gut, das sind jetzt Getränke. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir packen hier erstmal eine Trinkbude hin. So. Und natürlich auch noch einen kleinen Imbissstand. Auch den sollen unsere Gäste natürlich bekommen. Direkt daneben. Und für die brauchen wir jeweils auch nochmal Personal. Also extra Personal. Wer hätte es gedacht? Bei Planet Coaster war das Personal irgendwie mit dabei. Hier müssen wir es nochmal separat selber einstellen, was aber auch okay ist. So, die werden jetzt hier ihre Geschäfte aufsuchen. Das ist schon mal ganz gut. Natürlich wollen unsere Gäste auch Geschäfte verrichten. Dementsprechend brauchen wir auch ein paar Toiletten. Und die packen wir direkt hier daneben. So. Ja, ich glaube, so passt das. Was passiert noch? Natürlich eine Information sollten wir auch vielleicht mal hinstellen hier. Ja, wobei, die brauchen wir erstmal. Ich glaube, die brauchen wir nicht. So groß ist unser Park noch nicht, dass wir eine Information brauchen. Und wenn unsere Leute essen, wollen sie natürlich auch sitzen, also unsere Gäste. Das heißt, wir stellen mal ein paar Bänke nochmal auf hier. So. Und wir brauchen natürlich noch Mülleimer. Die sollen natürlich auch hinkriegen. Und wir wollen natürlich auch noch Recycling Behälter platzieren hier im Park. Die machen wir mal grün. So. So. Das heißt, die Leute können jetzt Tiere beobachten, sich was zu essen kaufen, auf Toilette gehen, die Spendenbox bedienen. Was halt auch ganz sinnvoll ist. Und uns fleißig Geld spenden. Veterinärforschung müssen wir nochmal ab und zu wieder anschmeißen neu. Das ist auch so ein kleiner Klassiker. Auch das läuft nicht immer sofort reibungslos. Wir sehen jetzt hier, in der ersten Forschungsstufe kriegen wir ein Spielzeug, also ein Essspielzeug. Wir kriegen verbessertes Futter und es gibt einen neuen Wissenseintrag. Also das heißt, die Gäste, die hier sind, wollen sich natürlich auch so ein bisschen bilden. Das heißt, dieser Display hier, den wir sehen, der wird gleich mit weiteren Informationen gefüttert, sobald die Forschung abgeschlossen ist. Die Faunen fühlen sich, glaube ich, auch hier pudelwohl. Na? Fühlst du dich wohl? Ja. Ganz gut. Und das ist halt wirklich, die Grafik ist halt wirklich beeindruckend. Also, kann man nicht anders sagen. Ich will mal eben schauen, gerade mal die Optionen. Ich glaube, ich hätte die Grafik mal runtergestellt. Ultra. Gut, können wir Ultra nochmal stellen. Erhöhtes Anti-Aliasing auch nochmal. Und ich glaube, dann soll das aber eigentlich auch passen. Gucken wir, ob der Rechner das mal mitkriegt, ob das der hinkriegt. Sollte aber eigentlich. Und sagen wir mal anwenden. Ja, da freut sich die Henne. Da freut sich. Hoffen wir mal, dass sie sich auch gleich nochmal ein bisschen paart. Oh, was ist denn hier jetzt los, ne? Ey! Soll ich einfach durch deine Partnerin durchgehen? Gibt's ja nicht. Ist aber ein blauer V, Tierattraktivität so, ja, 787. Also über 1000 finde ich schon, über 1000 sollte es eigentlich schon sein. Und wir haben die erste Forschung abgeschlossen, die erste Veterinärforschung für unsere Faun. Wir haben drei Gegenstände entdeckt. Und auch da können wir direkt in die Einrichtung gehen, beziehungsweise hier ins Gehege. Und schauen wir mal, wir haben jetzt einen Futterspender, langsam. Das heißt, diesen Futterspender platzieren wir natürlich auch mal ins Gehege rein.
damit die Tiere auch ein bisschen Beschäftigung haben, während sie essen. Also ein kleines Spielchen ist das. Und das steigert dann auch die Lebensqualität durch das Futter. Und als nächstes versuchen wir natürlich dann auch noch über die Veterinärforschung Spielzeug für die Faunen freizuschalten. Wir haben hier im oberen Bereich den Benachrichtigungsverlauf. Hier sehen wir halt, okay, welche Tiere sind angekommen und so weiter und so fort. Und wir bekommen natürlich auch hier dann Hinweise, wenn zum Beispiel Tiere schwanger sind. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt. Denn wir wollen ja hier schwangere Tiere im Park haben. Damit die sich schön vermehren und wir die dann auf dem Markt verkaufen können. So. Hier los, da wird noch nicht... Oh, ich glaube, die fühlen sich wohl hier. Ja. Die sind happy, die sind zufrieden. Man müsste natürlich mal gucken, dass die halt vom Alter her, weil die hier zum Beispiel, die ist halt schon durch mit allem. Die kriegt auf jeden Fall, also die ist halt schon, ja, die ist kurz vorm Sterben. Die wird, glaube ich, keinen Nachwuchs mehr gebären, würde ich jetzt immer so behaupten. Dementsprechend sollten wir uns vielleicht nochmal um einen weiteren V kümmern. Wir gucken mal im Tierhandel nochmal, was wir da noch so Schönes haben. Also ob wir noch welche haben oder nicht. Wobei, Moment. Ich bin sogar mit dem Tier zurückgekommen. Ich war beim Tierarzt. Und, ja, die Menschen freuen sich natürlich, ne? Die Menschen freuen sich über die Tiere, die hier sind. Es wird auch langsam dunkel im Park. Auch da können wir natürlich, was das Bauen... Natürlich nochmal so eine. Da wollen wir das Infolautsprecher hier. Weil ihr seht, in diesem Bereich hier ist zwar Bildung vorhanden, aber hier ist noch die Bildung nicht so da. Und ich würde sagen, wir klöppeln das Ding mal direkt in die Infobox rein hier unten. Nicht in die Infobox, in die Spendenbox. Das fällt dann gar nicht auf. Gebt uns das Geld. Schmeißt die Spenden hier rein. So. Ganz unauffällig. Dezente Bildung. Na, ich kann mal gerade nicht mehr drehen. Dezente Bildung an der Spendenbox. Wenn wir es jetzt ausgewählt kriegen. Ups. Hier nochmal, Objekte. So, können wir sie bearbeiten? Die Infolautsprecher jetzt vielleicht? Ich glaube nicht. Wobei, ich glaube, die Reichweite von dem Infolautsprecher ist schon okay. Das sollte schon mal passen. Das heißt, die Leute werden jetzt hier in der Spendenbüchse informiert darüber, dass sie entweder spenden können oder kriegen ein paar weitere Infos über die Tierchen hier. Und ihr seht ja halt bei der Spendenbüchse, also wir sind jetzt $146 im Plus. Was schon mal ganz gut ist. Das habe ich am Anfang auch in den Livestreams auf Twitch, war das ein großer Fehler, den ich gemacht habe. Einfach zu viele Gehege gebaut und einfach, ja, das war halt zu viel und wir sind relativ schnell ins Minus gekommen und das hat alles nicht so geklappt, wie es sollte und deswegen lieber ein bisschen langsamer und dafür halt eben dann richtig geil und richtig schön. So, wir gucken mal bei den Faunen. Ich glaube, nach können zwar nach Geschlecht sortieren. Ja, für 55. Hm. 60. 11,11 Jahre alt. Ist viel zu alt. 3,5 Jahre für 30. Immunitätsgen 0. Naja. Stimmt, Krankheiten sind, glaube ich, in der Beta noch aus. Das heißt, ich glaube, das ist vollkommen egal, ob Immunitätsgen hier anders oder nicht. So, dann würde ich sagen, wir springen die Zeit mal ein bisschen vor. Wenn hier weiter geforscht wird. Im Technikerbereich können wir uns mal hier die Transportfahrgeschäfte, beziehungsweise, nee, stopp, bevor wir Transportfahrgeschäfte machen, kümmern wir uns um einen anderen wichtigen Punkt, und zwar um die Mitarbeitereinrichtung. Und zwar um die große Tierpflegehütte.
Ja, okay. Wenn das funktionieren würde. Gut, ich glaube, wir müssen noch einen weiteren Techniker einstellen, bevor das reibungslos geht. Das können wir jetzt aber eigentlich schon machen. Nehmen wir mal weiter einen Techniker ein hier. So. Und gucken, ob es jetzt funktioniert. Technikerforschung, Mitarbeitereinrichtung, zack. Warum geht das jetzt gerade nicht? Wohin ging's? Schauen wir mal. Hey, warum auch immer der das gerade nicht machen will. Vielleicht müssen wir den erst befördern. Das wäre natürlich mal ein Versuch wert. Auch den Tierarzt werden wir nochmal befördern. Damit die ein bisschen effizienter und besser arbeiten. Und er hier ist... Also, ist das hier eine Frau? Rachel? Okay, Rachel. Rachel ist auf der Suche nach Arbeit. Hat aber eine niedrige Arbeitslast, ne? Also das ist so, Da müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Dass wir jetzt mal hier die Forschung anwerfen. Da können wir ein bisschen vorspulen. Und, die Verkäufer sind gerade untätig gewesen. Ich hab das ganz genau gesehen. Ganz genau gesehen, dass da eine Verkäufer da gerade untätig war. Wir haben hier noch einen Tierpfleger. Auch den können wir vielleicht gleich mal befördern. Erstmal müssen wir ein bisschen gucken, dass wir das Geld beisammen halten. Der Tierarzt wird ja gerade schon oder bildet sich gerade schon weiter. Dann schauen wir mal. Gut. Okay, wir haben einen toten Faun. Alles klar. Au! Oh, Moment, wir haben Nachwuchs. Wir haben Nachwuchs. Ja, wo ist denn der Nachwuchs? Wo ist der Nachwuchs? Wo sind die Faunbabys? Wo sind sie? Wo sind sie? Faunbabys? Wo versteckt ihr euch? Ah, da. Yeah. Oh. Das ist Nummer 1 und das ist Nummer 2. Und was haben die hier? 1125 Tierattraktivität. Und der hat auch 1125. Wir gucken mal, Lebenserwartung 16%. Hupsala. Und der hat eine Lebenserwartung auch von 16%. Ja. Nicht so gut. Was da wohl passiert ist, ich möchte das vielleicht gar nicht so genau wissen. Aber unter Umständen... Also das wird natürlich noch ein bisschen mehr Besucher anlocken, also neue Besucher anlocken und die werden garantiert auch ein bisschen Geld hier in so einen Pott reinwerfen. Wir sehen es hier auch gerade schon. Wir haben hier mit 6.000 gemacht. Hier 4.8 und hier 1.6. Also es geht schon okay. So, für den Anfang ist ganz gut. Wir machen gerade so 800, 900 Dollar Gewinn. Wir müssen natürlich auch mal gucken. Die Veterinärforschung wurde gerade natürlich wieder eingestellt hier. Und bei Technikerforschung würde ich ganz gerne echt hier mal... Ich verstehe nicht, warum es nicht geht gerade. Ich verstehe nicht, warum die Technikerforschung nicht läuft. Ja, bitte. So, die möchte mehr Geld haben. Ich habe 1500. Dennoch zu wenig, 1600. 1600 ist sie zufrieden. Und auch unser Tierarzt hier bekommt 1600 an Gehalt. Damit die auch weiterhin einen guten Job machen. Dann hoffen wir einfach mal, dass es so weitergeht. Wir können dem Tierpfleger auch noch mal eine weitere Stufe geben. Und wir schauen uns natürlich auch noch den Management-Aspekt in Planet Zoo an. Also Mitarbeiterzonen, also wo sie arbeiten und so weiter und so fort. Hier wird gerade Essen zubereitet, glaube ich, oder? Hallo? Was machst du hier? Aha. Hier wird Essen zusammengemixt. Wobble, wobble. Oh. Wir sind jetzt fertig? Ah, sitzt hier unten rein in den Eimer. Und jetzt? Und jetzt? Geht's damit zu den Pfauen? Aber für die Pfauen. Wer hat hier Hunger?
Wir haben auch gerade Veterinärforschung abgeschlossen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Ja, und die Frauen haben Bock. Na? Da freuen sie sich, oder? Sehr gut. So, was haben wir freigeschaltet? Wir haben zwei Gegenstände für die Frauen entdeckt. Und wir sehen hier zum Beispiel jetzt hier eine neue Infobox, also welches Biom, also welche Biome die beheimatet sind, von welchem Kontinent sie stammen und so weiter und so fort. Das ist schon mal eine Sache, die wir gerade freigeschaltet haben. Und jetzt gucken wir im Gehege. Hier ist nichts Neues dabei für die Frauen. Das heißt, das können wir jetzt gerade nicht anklicken, warum auch immer. Man weiß es nicht so genau. Manchmal ist es halt echt noch ein bisschen buggy. Aber es sieht vermutlich auch in der Beta. Wir gucken mal, ob wir die Adrian draufsetzen können. Scheint nicht zu gehen. Äußerst merkwürdig. Ich vermute, es liegt aber wirklich am Beta-Status. Ich habe in einem anderen Save, habe ich da schon die Technikerforschung schon mal laufen lassen und auch neue Sachen freigeschaltet. Ich vermute mal, dass es durch einen Neustart hier des Save-Games dann auch wieder funktionieren wird. So, was, unsere kleinen Faun-Babys. Machen die hier Schönes. Gucken wir mal. Bock, 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 bock. Ja. Die sind gut drauf. Also ich meine, ich wundere mich auch. Manchmal sagen die Besucher nämlich, wir können die Tiere von hier gar nicht richtig sehen. Es ist sau heiß hier draußen. Ja, okay. Gut, dass der Zoo nicht so voll ist. Der Preis für Starter-Ticket. Wir können die Preise mal erhöhen. Das können wir hier vorne am Kassenhäuschen machen. Wir sagen jetzt mal 5,04 €. Und hoffen mal, dass die Leute halt immer noch sagen, oh, das ist ja preiswert hier. Gucken wir mal, wenn sie reinkommen. Ah. Okay, dann machen wir auf 4 und 3. Die ersten haben sich nämlich schon beschwert, dass der Preis so lala ist. Gut, kann ich aber auch nachvollziehen, weil wir haben ja nur eine Tierart hier drin, ne? Wir können aber trotzdem jetzt hier mal schauen, dass wir noch ein paar weitere Tiere gleich kriegen. Weil die Veterinärforschung läuft ja zum Glück. Und wir befördern unsere Mitarbeiter hier auch jetzt mal weiter. Den Tierarzt hier. Und damit wir ein bisschen vorankommen, beschleunigen wir die Zeit natürlich. Und gucken, dass unsere Babyfrauen hier wachsen. Denen geht es aber eigentlich auch soweit ganz gut. Also wir brauchen halt auch Lebensqualität. Okay, das Tierprofil. Also genau. Ah, das ist ein Punkt, gut, dass wir es hier sehen. Beschäftigung durch Sozialverhalten. Wir können diese Tiere, also wir können die Faunen, können wir mit anderen Tieren interagieren lassen. Zum Beispiel mit dem Elefanten oder mit dem Panzernashorn. Und das heißt, dass die dann halt eben damit sozial beschäftigt sind. Dann freuen die sich. Gut, wir haben ja trotzdem erstmal drei neue Gegenstände freigeschaltet. Panzernashorn und Elefanten haben wir gerade noch nicht, aber auch das wird kommen. Moment, haben die hier Nachwuchs bekommen? Ja, die haben nochmal Nachwuchs bekommen, oder? Kann das sein? Ja. Ja, Ahana hat Nachwuchs zur Welt gebracht und Arunima, der blaue Frau, hat auch nochmal Nachwuchs bekommen. Das heißt, wir haben noch mehr Jungtiere hier. Das, der hier ist 0,9, also fast ein Jahr alt. Der ist noch ganz jung. Das hier, die Lebenserwartung 41%, ist schon mal ganz gut. Also im Vergleich zu den 19% vorher. Und eine Fruchtbarkeit von 50%. Das ist okay. Geht natürlich besser. Hier haben wir noch ein kleines Faunbaby. Das ist 0,9. Und auch 0,9. Haben wir nur einmal? Gab es nur einen Wurf? Ah, ne, hier. Hier ist das andere Jungtier. Lebenserwartung 58%. Fruchtbarkeit 33%. Immunität 50%. Naja. Naja. Hier wird gekuschelt. Ja. Fühlt euch nur nicht beobachtet. Naja. Da hören ja auch auf, wenn die Kamera drauf hält, dann wird aufgehört. Wir wollen natürlich aber weiter bei den Faunen forschen, die ich jetzt gerade nicht anklicken kann. Wir starten mal eben kurz das Spiel neu. Ganz kleinen Moment.
Gut, versuchen wir es jetzt nochmal. Ich habe den Spielstand gerade nochmal neu geladen. Jetzt geht es hier auch zumindest. Guck mal, die Technikerforschung funktioniert. Ah, auch die funktioniert. Also, es hilft manchmal einfach, das Spiel neu zu starten, beziehungsweise den Spielstand zu speichern, zurück ins Hauptmenü zu gehen und dann den zu fortsetzen. Dann funktioniert es auch mit den jeweiligen Forschungen oder mit dem Anklicken von Sachen im Menü. Ja, so langsam knallt es im Zoo. Die Besucher kommen, das Geld wird fleißig gespendet und die Tiere drehen durch. Also zumindest die Faunen drehen durch. Aber es kommen bald neue Tiere. Es kommen die Mandrills kommen. Oder Mandrille. Nicht Mandrills, Mandrille. Das ist nämlich die Mehrzahl von Mandrill. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns bei den Affen. Woo!